Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Beta Dragon Quest 3, der deutschen Übersetzung von den SNES Projects. Und ich habe mir überlegt, bis das ganze Problem da unten mit diesem fehlenden Trigger anscheinend, fehlenden Trigger meine ich, natürlich gelöst ist, oder mir eben verraten hat, was ich falsch gemacht habe, gehen wir mal noch woanders lang. Und hier sind wir auch schon mal lang gegangen und sind dann grandios gescheitert. Ein Chimärenflügel, schon wieder. Wo die auch so wichtig sind, diese Items, die man teleportieren kann. Jedenfalls habe ich mir gedacht, wir gehen einfach mal hier weiter. Hui. Hi. 60 Goldmünzen, das ist für eine Macke, Junge. Kannst du dir mal deine 60 Goldmünzen aus deinem Bart ziehen. Prima, du fandest Zypressenstock. Toll, der ist total nutzlos. Hi. Ich bin aus dem Land Zipangu. Wir brauchen deine Hilfe, um Orochi zu besiegen. Er frisst jeden in unserer Stadt. Nett. Orochimaru sozusagen. Ja, ich weiß, der wird eigentlich mit U geschrieben. Mini-Medaille. Jiha. Oh, was haben wir hier Schönes? Verschlossen, du besitzt nicht den passenden Schlüssel. Brauchen wir da noch so den ultimativen Kerkerschlüssel, um da reinzugehen oder was? Ja. Jedenfalls gehen wir jetzt nach Norden. Und erkunden mal die weitere Welt hier. So, da sind wir und da drüber ist grau und deswegen gucken wir mal, was hier so noch ist, ne? Hui! Oh, oh. Kobolde? Hey, die sehen ja nice aus. Kobold B. Kobolde, wir lassen uns doch nicht von Kobolden hier. Das ist, ne? Nein! Himmelsdrache, 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 Himmelsdrache. Ganz wichtig, zuerst die Drachen plätten, weil wenn die nämlich zum Zug kommen, sind die echt stark. Wie wir schon mal mitbekommen haben. Hier scheint nichts weiter zu sein. Oh, jetzt machst du doch endlich mal kaputt, ey. Das geht doch ja nicht, dass das so lange dauert, ey. Kegel braucht auch mal eins. Und Mary auch. So, und schon sind wir alle wieder gut am Start. Und werden hier mal ein wenig diese Gegend weiter erkunden. Oh, das sind aber viele. Schnecke A. Na klar. Jetzt reicht's. Wird zu Eisen. Schnarch, ein Feind, gibt Schlaf. Was gibt Schlaf? Gibt an Schlaf. Oder schreiben wirkt oder so. Kleiner Feuerball. Bannung, Monstergruppe. Kleine Flammen. Auch die fucking Schnecken hier. Hey. Was ist mit den anderen los? Die schlafen auch so. Knister auf die blöden Schnecken. Peng auf die ganzen anderen Gegner. Aber das ist ja jetzt hier mal total sinnlos. Oh, Alter. Mann, ey. Also manche Gegnergruppen, die sind ja echt Overkill. Vielleicht hört ihr nebenbei ein paar Vögel schreien. Das sind meine Haustiere. Das sind sogenannte Wellensittiche. Auch bekannt als die krachmachenden Tiere. Wir gerade ein Heilkraut verballert. Verdammt, da ist noch eins. So, gucken wir hier noch ein bisschen weiter. Ja, hier ist nichts weiter, weiter. Oh, Vampire. Ach nee, wie heißen die? Sie heißen Barnabas. Barnabas, oh mein Gott. Klingt ein wenig wie Kontrabass. Oh, hier ist ein Village. This is the beginning. Nachtens scheint hier nicht viel los zu sein. Hi, Opi. Seid ihr per Schiff gekommen? Nein. Heilige Göttin, ihr seid hierher gelaufen? Ja, blieb ja nichts anderes übrig. Prima, du fandest Lederrock. Na, danke schön. Ich bin zu müde. Oh, ein Barber. Ah, schöne Nächte wecken in mir das Verlangen zu singen. La 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 di da. Dum di dum bi da. Ein Haus. Yay, es ist
Pokaba. Popota träumt von Pokaba. Ah, er war begeistert, wieder mit ihm spielen zu können. Ah, ja, natürlich, weil ich kann damit super viel anfangen. Was ist hier noch los? Beinahe gar nichts. Oh, eine Mütze. Die können wir doch bestimmt klauen. Pick untersucht den Helm. Er wirkt robust und wurde sehr sauber gehalten. Na dann. Hier scheint des Nachtens nicht besonders viel los zu sein. Im Gegensatz zum Puffdorf. Oh, eine Kirche. Oh, eine Kirchina. Eine Kircherin. Oh, verlorenes Schaf Gottes. Wie kann ich dir zu dieser Stunde helfen? Gar nicht. Gott segne dich. Hab eine sichere Reise. Oh ja. Die Reise, die ist so sicher. Hier kommen nur irgendwelche fiesen Drachen auf einmal her, die uns dann kaputt hauen wollen. Na gut, dann gehen wir halt schlafen. Halt, erst mal den Typ hier beklauen. Es wurde nichts Interessantes gefunden. Das ist blöd. Hi. Willkommen in der Herberge. Du musst in dieser Uhrzeit sehr müde sein. Das macht 48 Goldmünzen pro Nacht. Na gut, können wir uns ja gerade so leisten, nicht? Guten Morgen, ich wünsche dir eine gute Reise. So, dann wollen wir mit den Leuten am Tag sprechen hier. Willkommen in Moor, das abgeschiedenste Dorf der Welt. Ich habe das schon mitgekriegt, das ist wie am Arsch der Welt sozusagen. Seid ihr per Schiff gekommen? Ja, dachte ich mir. Das bedeutet, ihr könnt nach Nordosten segeln, nach Nordost segeln. Dort befindet sich eine mysteriöse Quelle. Ja. Die berühmte Quelle. So, die Tür ist noch offen. Das ist ja da. Hi. Pokaba, du bist zurück. Popota wird sich so freuen. Freuen. Er ist auf dem Markt. Bitte triff dich mit ihm dort. Er ist auf dem Markt. Ja, was ist er denn auf dem... Er ist auf den Markt gekommen. Haha. Dem. Dort hat jemand nicht beachtet den Unterschied zwischen den und dem. Dem Markt. Müsste ihm heißen. So, wollen wir den Rest hier checken? Ist das hier der Markt? Hi. Willkommen auf unserem Markt. Mein Gott, du bist es. Pokaba. Du bist zurückgekehrt. Es tut so gut, dich wiederzusehen. Okay. Waren wir schon mal hier? Ich kann mich nicht erinnern. Willkommen im Warenladen. Wie kann ich dir helfen? Du möchtest. Was möchtest du haben? Nehmen wir immer ein paar Heilkräuter. Pack's direkt in unseren Beutel. Danke. Nochmal 9. Hey. Das ist ein Waffen- und Rüstungsladen. Was möchtest du kaufen? Irgendwie nützt es gar nichts, eure Klamotten hier. Oh, doch hier ein bisschen Zauberschild. Ja. 5 Punkte. Naja. 5 Punkte sind jetzt nicht so praller, dass ich da unbedingt 4000 für ausgeben möchte. Hey. Willkommen zurück, Pokaba. Lange nicht mehr gesehen. Warum bleibst du nicht etwas hier? Ich bin nicht Pokaba, ich bin der Pig. AK Pig Hunter. AK der hier spielt, Alter. So. Oh, Pokaba. Popota möchte dich unbedingt sehen. Wer ist denn das nur, Mann? Bist du das? Hey, Pokaba, du bist wieder da. Was? Du bist gar nicht Pokaba? Aber du siehst genauso aus wie er. Ja, das ist toll, nicht? So, wo ist jetzt hier der kleine Junge, der da irgendwie Pokémon heißt? Hallo? Hallo? Ich denke, der ist auf dem Markt. Hä? Er erwartet dich dort. Bla bla. So, hi nochmal. Pokémon, du bist zurückgekehrt. Bell wird sich freuen. Er ist auf dem Markt. Bitte triff dich mit ihm dort. Okay, er ist auf dem Markt. Also gehen wir jetzt nochmal auf den Markt. Das ist so ein polnischer Markt wahrscheinlich. Ist das doch vielleicht der da? Willkommen auf unserem Markt. Mein Gott, du bist es. Er ist zurückgekehrt. Es ist so schön, dich wieder zu sehen. Rede mit dem Helm.
Und ja, Popota vergaß seinen Helm, als er aufbrach. Also nutzte ich die Gelegenheit, um ihn zu polieren. Aber bevor ich ihn dir zurückgebe, sprich bitte vorher mit Popota. Ja, wo ist er denn, du Schmeinpriester? Die ist kein Popota oder wie auch immer heißen mag, Mann. Hier ist keiner, Mann. Stellt mich doch nicht so für blöde hin. Willkommen in Momo. Komm mal raus. Und wieder rein. Da wird's kalt. Da fröstelt es mich gleich. Da muss ich direkt an den letzten Winter denken, der so richtig schön scheiße war. In meinen Augen zumindest. So, nochmal hier. Nee, der ist da drüben. Ja, der wird sich freuen und ist auf dem Markt. Der wartet da auf dich, Mama. Mann. Hä? Hier ist keiner. Überhaupt keiner. Verschlossen, ob ich nicht den Pechen in den Schlüssel, Mama. Willkommen zurück, habe ich mal gesehen. Bleibt nämlich noch etwas hier. Hä? Alter, macht mich total irre. Oh. Hi, Opa. Ist Opa da, Typi da? Willkommen zurück, Pokappa. Willkommen zurück, Mann. Lange nicht mal gesehen, bleibt doch noch was hier. Ach so, der ist ja oben. Mann, ich bin immer so tausendfach verwirrt. Hi. Pokappa? Nein, du bist nicht er. Dennoch, schön dich kennenzulernen. Mein Name ist Popota. Dieser Helm? Pokappa gab ihn mir. Er hatte ihn nicht vergessen. Okay, toll. Popota ist ein Schelm. Er verlässt die Stadt immer heimlich, damit er draußen spielen kann. So fand er damals Pokappa, als dieser durch den Kampf ohnmächtig wurde. Mhm, interessant. Seid ihr Jungs vielleicht zufällig aus Aliahan? Richtig. Ah, Pokappa stammt auch von dort. Jetzt wird alles langsam ein wenig klarer. Ich glaube, dort nannten sie ihn Ortega. Ja, ich erinnere mich daran, dass Ortega sagte, er bereue, seinen Sohn zurückgelassen zu haben. Was? Du bist sein Sohn? Jep. Ich sehe, du bist genau wie Pokappa. Geht es Pokappa, ich meine Ortega gut? Nein. Das ist eine Schande. Ich bedauere es sehr, dies zu hören. Hey, der ist tot, wahrscheinlich. Das ist wahr, du bist genau wie er. Hm. Ist das wahr? Du bist das Kind von Pokappa? Freut mich, dich kennenzulernen, Alter. Tja, und ich werde euch erstmal ausrauben hier. Mini-Medaille. Kill-Bill-Mini-Medaille. Oh, ein TNT-Ticket. Toll. Ob die Sachen auch im Ofen verstecken? Die Feuerstelle brennt hell. Warte mal kurz. Ich möchte dir diesen Helm geben. Mir passt er sowieso nicht. Ich denke, er wäre glücklich, wenn du ihn für ihn Verwendung hast. Ja. Ich möchte, dass du ihn annimmst. Jo, nehme ihn mit. Ja, bla 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 bla. Ja. Ich nehme den Helm mit. Ja, kein Ding. Und ja, ich habe die unglaubliche Nachricht erfahren. Du bist das Kind von Ortega. Ich denke, dieser Helm gehört nun dir. Du wirst deinen Vater stolz machen. Pika hält Ortegas Helm. Epische Blabla-Stelle. Lala. Gibt's den Helm her. Abgeben an Pik. Möchtest du es ausrüsten? Ja. Ich weiß gar nicht, wie viel das jetzt gebracht hat. Wo ist er denn hin? Entrüsten. Hallo. Entfernen. A. Nein! Ich will wissen, wie viele Punkte da bringt, Mann. So. Mary, Ortegas Helm, abgeben an Pick. Oh, der bringt schon ordentlich, du. Ja, ausrüsten, bla bla. Nice one! Wir haben einen dicken, schicken Helm. Wuhu! So, kann ich jetzt hier bitte mal ein paar Sachen verkaufen oder what? So. Verkaufen. Also, das hier ist das Dorf, was wir im Intro mal gesehen haben. Falls sich da überhaupt noch jemand dran erinnern sollte. Ja, Schwerflügel braucht sowieso keiner. Eisenhelm verkaufen. So.
Lederrock mit Lederrock verkaufen, ja. Zypressenstock, oh, der bringt 3 Gold, Alter, der ist voll wertvoll. So, Leute, Hammer geil. Ich würde sagen, wir beenden damit diesen Part hier. Hey, Opa, sprich nochmal mit mir. So. Also, ich würde sagen, wir beenden diesen Part hier in dem Dorf von Ortega. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Let's Beta Dragon Quest 3, der deutschen Übersetzung der SNESProjects.de. Ich möchte nochmal dran erinnern, schaut gerne mal im Forum bei denen vorbei. Dort könnt ihr Kommentare zu diesem und anderen Projekten ablassen. Und mal so gucken, was die noch so alles machen. Die machen nur tolle Sachen, möchte ich so mal anmerken. Ja, also macht's gut, bis dahin und tschaußen!